Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das heutige Video ist ohne viel Effekte, ohne viel Schnitt. Einfach so ein Wort zum Sonntag, bevor die Woche startet. Über drei Sachen, die ich am liebsten als 20-Jähriger gewusst hätte. Und es ist nicht so, dass ich die Sachen nicht gewusst habe. Ich habe sie gewusst, ich habe einfach nicht gehandelt. Ich habe dann denen einfach nicht gehandelt. Und wenn ich diese Sachen aber umgesetzt hätte, dann würde mein Leben komplett anders aussehen. Falls du 20 bist, 18 bis 22, wenn du diese Sachen jetzt umsetzt und nicht erst irgendwann später, dann kann das dein Leben auf jeden Fall sehr positiv beeinflussen. Without further ado, hier sind drei Sachen, die ich am liebsten als 20-Jähriger gewusst hätte. Die erste Sache ist super klischeehaft, richtig ausgelutscht, aber es ist einfach so wahr. Just do it. Starte einfach, mach einfach. Der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Er ist nicht in einer Woche, er ist nicht in einem Monat, er ist nicht in einem Jahr, der richtige Zeitpunkt ist jetzt. Und das ist vor allem deshalb so wichtig, weil man kann sich noch so viele Szenarien im Kopf ausdenken und sich auf diese Szenarien vorbereiten. Am Ende des Tages, wenn man dann anfängt, wenn das Leben eintritt, dann passieren Sachen, die kann man einfach nicht vorhersehen. Und da muss man halt einfach starten, um das zu erleben und um auch daraus lernen zu können. So wie Mike Tyson gesagt hat, everybody has a plan until they get hit in the face. Genauso ist es hier. Du kannst dir so viel planen und so viel machen. Am Ende des Tages kannst du ein paar Sachen nicht vorhersehen. Du musst sie einfach nur erleben und in dieser Situation daraus wachsen. Und deswegen, just do it. Starte jetzt, starte sofort. Vor allem auch, weil du auf dem Weg sehr viele Sachen über dich selbst herausfinden wirst, die du halt einfach in der Theorie nicht herausfinden kannst. Eben deswegen, weil das Leben mit ein paar Sachen um die Ecke kommt, die einen in dem Moment handeln lassen. Und in diesem Moment musst du handeln, in diesem Moment musst du zurechtkommen. Und dadurch lernst du auch sehr viel über dich selbst. Vor allem auch lernt man sehr viel über alte Überzeugungen, die man hat. Schlechte Sachen, die man aus der Kindheit mitgenommen hat, aus der Erziehung. Überzeugungen aus dem Umfeld, aus der Gesellschaft und so weiter. Diese Sachen merkt man auch immer mehr, je eher man startet, je schneller man startet. Und es gibt sehr viele Sachen zum Herausfinden. Deswegen ist es wichtig, sofort zu starten. Just do it. Mit den Mitteln, die du jetzt hast, einfach schon zu starten. Der beste Zeitpunkt ist jetzt. Der beste Zeitpunkt war gestern, der zweitbeste ist jetzt. Da gibt es ja auch immer diesen Spruch bei Aktien. Ja, wann war der beste Zeitpunkt, um in Aktien zu investieren? Vor 10 Jahren. Wann ist der zweitbeste Zeitpunkt? Jetzt, heute. Neville Goddard sagt auch sehr schön, now is the time. Jetzt ist die Zeit. Jetzt, starte jetzt, just do it. Und alles andere wird auf dem Weg klarer. Die erfolgreichsten Menschen haben begonnen, obwohl sie nicht alles wussten. Sie hatten offene Fragen, aber sie haben einfach begonnen und haben darauf vertraut, dass sie auf dem Weg alle Antworten bekommen. Und so war das dann auch. Also, just do it, starte einfach. Hätte ich das mit 20 Jahren gewusst, mit den ganzen Zielen, Träumen und Interessen, die ich hatte, dann würde mein Leben definitiv anders ausschauen. Der zweite Punkt ist, den ich gerne als 20-Jähriger gewusst hätte, trenne dich so schnell wie möglich von den Naysayers, von den Neinsagern, von Leuten in deinem Umfeld, die dich nicht nur nicht unterstützen, sondern die vielleicht sogar bewusst, unbewusst in die Gegenrichtung arbeiten, die dich versuchen, ein bisschen runterzuhalten, weil sie die Vision, die du für dein Leben hast, für sich selbst nicht sehen können. Und sie wollen nicht, dass du es erreichst und ziehen dich halt runter. Ob das bewusst, unbewusst passiert, ist dahingestellt. Aber es passiert, dass Neinsager, Leute, die sehr pessimistisch sind, die sagen, ah, für was denn? Such dir doch einen normalen Job. Ach, hör auf, dafür brauchst du so viel Glück, das schaffst du nie. Dass die Leute für sich selbst halt einfach nicht dieses schöne Leben sehen können. Und die haben dann auch ein Problem damit, dich dort zu sehen. Und die haben ein Problem damit, wenn du dich anfängst loszureißen und in diese Richtung gehst. Damit haben sie einfach ein Problem. Und sie werden dich runterziehen. Man ist der Durchschnitt von Leuten, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und es können 5 sein, das ist ganz, ganz populär. Du bist der Durchschnitt von den 5 Leuten, mit denen du die meiste Zeit abhängst. Es kann aber auch nur eine Person sein, es können 2 Personen sein, es können auch 10 Personen sein. Es ist wichtig, die richtigen Menschen im Umfeld zu haben und vor allem nicht die Leute im Umfeld zu haben, die dich runterziehen. Denen du von deinem Vorhaben vielleicht erzählst, in der Hoffnung, dass sie dir eine Bestätigung geben, dass sie dich unterstützen und dann kommt aber komplett etwas anderes. Solche Leute braucht man weniger im Leben als Leute, die wirklich einen unterstützen und auch dieselbe Vision teilen und auch wirklich an einen glauben. Hätte ich das viel früher gewusst, hätte ich mich auch viel früher von solchen Leuten getrennt. Und manchmal muss man dann vielleicht alleine sein, bis die richtigen Leute im Leben aufscheinen. Ein Macher kann nur Macher anziehen, wenn er halt ein Macher ist. Wenn ich kein Macher bin, werde ich keine Macher in mein Umfeld ziehen, ganz im Gegenteil. Also es ist okay, dass man da vielleicht mal alleine ist, dass man da vielleicht ein bisschen weniger Freunde hat, weniger Bekannte hat im Umfeld. Mit der Zeit werden die richtigen Leute aber kommen, wenn man dranbleibt, wenn man sich weiterentwickelt. Und das kann manchmal radikal sein, dass man wirklich radikal sagen muss, schau mal, wir zwei können nicht mehr miteinander abhängen, weil unsere Ziele, unsere Gedanken, unser Mindset geht komplett in konträre Richtungen.
Aber es kann auch natürlich sein, dass man sich einfach auseinanderlebt, dass sich das einfach irgendwie so im Sand verläuft. Das heißt ja auch nie, dass man nie wieder mit den Leuten etwas zu tun haben muss. Man kann sich einmal im Monat, einmal in 2, 3 Monaten immer noch treffen, höflich sein, ne, immer noch freundlich sein. Aber tagtäglich mit Leuten abhängen, die solche Neinsager sind, die dich eher runterziehen, das macht keinen Sinn. Also, das hätte ich viel, viel schneller und viel radikaler umgesetzt in meinen 20ern, beziehungsweise ich bin immer noch in meinen 20ern, aber als 20-Jähriger. Ich bin schon näher an der 30 als an der 20 und noch näher an der 30 als an der 25. Der dritte Punkt, den ich als 20-Jähriger gerne gewusst hätte, ist, genieß die Stille, lerne es in der Stille zu leben, in die Stille hineinzuhören. Lerne die Stille einfach auch aktiv in dein Leben einzubauen. Was ich damit meine ist, als Beispiel, ich bin in einem sehr, sehr toxischen Haushalt aufgewachsen. Das erste, was ich in der Früh gemacht habe, weil ich gewisse Leute im Haushalt nicht hören wollte, ich habe sofort die Kopfhörer aufgesetzt. Sofort. Damals auch sehr viel Deutschrap gehört, sehr viel deutschen Straßenrap gehört. Also auch aggressive Texte, aggressive Beats, Sachen, die auch aggressive Bilder entstehen lassen. Habe das direkt in der Früh gehört. Auf dem Weg in die Schule. Auf dem Weg von der Schule. Beim Spazierengehen, die ganze Zeit. Das habe ich dann auch mitgenommen als Gewohnheit, wo ich nicht mehr zu Hause gewohnt habe, habe ich das trotzdem gemacht, jeden Tag, direkt nach dem Aufstehen, Kopfhörer rein, beim Spazierengehen, Kopfhörer rein, auf dem Weg in die Schule, ins Studium, in die Arbeit, Kopfhörer rein, die ganze Es ist okay, hin und wieder Musik zu hören, das will ich auch gar nicht damit sagen, aber ständig sich so quasi zuzudröhnen mit dieser Musik und mit dem Sound und ständig muss irgendwas passieren und ständig Ablenkung, ständig Hektik, da trennt man sich von dem, was innerlich abgeht, wo auch die ganzen Antworten sind. Weil die ganzen Antworten sind ja schon in einem drinnen. Man muss einfach diese Schichten abdecken, um auch dahin zu kommen. Und dafür ist dann eben Stille gedacht. Da hilft einfach diese Stille. Einfach mal sich hinzusetzen, ein paar Atemzüge zu machen. Sich nicht zuzudröhnen mit Musik oder mit Handy. Ne? Sondern wirklich einfach mal hineinzuhören. Was passiert denn eigentlich? Ein- und auszuatmen. Hören, was drumherum passiert. Ja, man hört jetzt hier eine... Na, wie heißen diese Dinger? Wie heißen diese Dinge, die Araber immer ficken? Esel? Nein. Schafe? Spaß. Man hört hier jetzt ein Schaf, man hört so ein bisschen die Natur. Und das hätte ich viel öfters gemacht. Weniger Kopfhörer auf, weniger Ablenkung, weniger Zudröhnung, mehr Stille, mehr hineinhören. Was passiert da draußen? Was passiert in mir? In der Stille zu sitzen, zu verweilen. Ja, Sachen wie Meditation hilft da zum Beispiel. Mehr in der Natur zu sein, ohne Kopfhörer, einfach in der Natur sein. Einfach mal nach dem Aufstehen kurz die Augen zu machen, ein paar tiefe Atemzüge zu machen, das Fenster aufzumachen, einfach kurz zu schauen, zu beobachten, kurz in den Himmel zu schauen. Also wirklich ein bisschen das Leben zu entschleunigen, mehr in der Stille zu sein, im Hier und Jetzt zu sein. Das hätte ich mir als 20-Jähriger definitiv mit auf den Weg gegeben, weil da liegt die Antwort. Hier drinnen liegt die Antwort und jeder von uns hat diese Antwort hier drinnen, aber sie ist zugeschüttet mit Ablenkung, mit dem Ganzen, was drumherum passiert. Je mehr wir in der Ruhe sind, in der Stille, desto mehr kommen wir auch dahin. Und je mehr wir dahin kommen, desto mehr Antworten fürs Leben werden wir haben. Jeder weiß, was er im Leben machen will, sagt man. Die Antwort ist hier drinnen. Wir hören sie halt nicht, weil sie überschattet wird durch das Äußerliche. Und deswegen ist es wichtig, mal das Tempo rauszunehmen, in der Stille zu sein. Hier richtig schön hineinzuhören, weil dann kommen auch die Antworten. Das war's mit dem Video, Leute. Das waren die 3 Sachen, die ich als 20-Jähriger gerne gewusst hätte. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, einen schönen Sonntagabend, einen guten Start in die nächste Woche. Es ist eine neue Woche, es ist ein Neuanfang. Es kann die beste Woche deines Lebens sein. Das wünsche ich dir auf jeden Fall. Und bleib stabil. Wir sehen uns wie immer im Wälde. Haut rein.